liebt Tiere und sie kämpft für Tiere. Iris Baumgärtner deckt auf der ganzen Welt Tiertransportskandale auf. Ja, ich glaube, die Tierliebe, das habe ich mal mit der Muttermilch eingesogen. Bei uns in der Familie war das immer so, dass wir hatten immer Tiere, die waren für mich wie Geschwister. Ja, das mit dem Tierschutz, das kam einfach durch die Ungerechtigkeit, für die man auch als Kind schon ein Gefühl hat, wenn der Nachbar den Hund schlägt. Das Problem ist eben, die Tiere, die haben keine Stimme, die können eigentlich nicht für sich selbst kämpfen. Und ich dachte, ja, ich habe eine Stimme, ich kann das machen. Meist heftet sich Iris Baumgärtner an die Fersen von Tiertransportern, folgt ihnen um den Globus. Auch Janosch stammt aus einer Rettungsaktion. Ihr Kampfgeist ist ungebrochen, aber die Zeit hinterlässt auch bei ihr Spuren. Also ich habe das ja schon vor 10 Jahren gemacht, wollten die Kollegen nicht so gerne mit mir mitfahren, weil ich irgendwie unermüdlich war und keinen Schlaf brauchte. Ich musste auch nicht essen, ich musste weder trinken noch sonst was. Und ja, heute ist das sehr viel anstrengender. Ja, also. Wo sie genau wohnt, soll niemand wissen. Die Fleischmafia ist mächtig. Und Tierschützerinnen wie Iris Baumgärtner sind da nur lästig. In der Vergangenheit, ich mache das ja jetzt schon seit über 10 Jahren, gab es schon das eine oder andere Mal auch relativ konkrete Drohungen. Wir hatten mal recherchiert in Frankreich in einem Hafen und da habe ich eben mehrfach Anrufe bekommen, so von wegen, ja, die Hafenarbeiter, die machen alles für ein bisschen Geld und da passiert dir schnell was oder pass mal auf, wenn du da in den Hafen gehst. Und da denkt man schon drüber nach, ist da was dran oder wollen sie einfach nur Angst machen, ja. Viele Bilder, die Iris Baumgärtner als Tierschützerin sieht, lassen sie auch nachts nicht los. Jeden Skandal hält sie mit der Kamera fest. Diese Bullen waren kurz vor dem Verdursten, steckten tagelang fest in einem LKW an der türkischen Grenze, ohne Papiere. In dem Fall wäre es besser gewesen, wir hätten sich die Katastrophe langsam entwickeln lassen, hätten also nur mit der Kamera drauf gehalten, wie die Tiere über mehrere Tage verdursten und verhungern. Aber ich kann das einfach nicht. Wenn man vor dem LKW steht und sieht die Tiere, die brüllen, die schreien vor Durst, dann muss ich einfach alles versuchen, damit es denen gut geht. Wir haben Wasser besorgt, wir haben Heu besorgt und haben eben Sorge getragen dann für die Tiere. Was im Endeffekt schlecht war, weil dann die Behörden gesagt haben, ja, aber es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Alle Tiere haben überlebt. Ne? Also eigentlich müsste man mit der Kamera draufhalten, wie die Tiere verdursten. Das würde uns weiterbringen im Tierschutz, ja, so ein Skandal. Dass andere Menschen Tiere essen, akzeptiert Iris Baumgärtner. Missionieren will sie nicht. Ich esse kein Fleisch, aber was mich wütend macht, ist, wenn Leute Fleisch essen, aber dann eine Wertung machen zwischen den Tieren, dann auf Menschen herabblicken, auf Asiaten, die Hunde essen oder sagen, Gott, die essen Pferd, wie kann man nur... Weil ich finde, das steht uns nicht zu, eine Wertung zu machen zwischen den Tieren. Also im Gegenteil, mit dem Missionieren ist es so, dass ich eigentlich meinen Bekanntenkreis stark verkleinert hat, weil man früher manchmal zu Grillenfesten eingeladen war und ich kam dann mit meinem Gemüsespieß. Dann musste ich mich eben oft noch rechtfertigen, weil die Leute dann sagen, wie, du isst kein Fleisch, wieso das denn? Ihr Kampf für Tierrechte, oft ein Kampf gegen Windmühlen. Kleine Erfolge tragen sie weiter. Mein Ausgleich sind die Pferde hier, ja, also Janosch und so weiter. Also wenn ich mit denen arbeite oder irgendwas für die tun kann oder eben ja andere schöne Projekte, also wie in Polen dieses Stallmodernisierungsprojekt, wenn dann zum ersten Mal Pferde auf eine Weide kommen, die ihr Leben lang in einem dunklen Stall waren, das ist einfach toll. Ja, da kann man weinen eigentlich, wenn man das sieht, die Bilder. Und was nimmt so eine unermüdliche Tierschützerin mit auf eine einsame Insel? Auf einer einsamen Insel würde ich als Vegetarier wahrscheinlich sowieso nicht lange überleben. Also brauche ich unbedingt Calciumtabletten, ein polnisches Lexikon, um endlich mal Polnisch zu lernen. Und meinen Freund Karl, die Ideenfabrik, weil dem fällt irgendwie immer noch was ein.